Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Gear Solid, The Phantom Pain. In der letzten Folge haben wir jetzt dann endlich die Skulls besiegt und die Hauptmission geschafft. Ja, wir sind jetzt zu einem Landeplatz gerannt. Ich habe jetzt vor, zurück zur Mother Base zu fliegen. Verstärken, also verstärken. Hubschrauber ist bereits gerufen. Und schauen wir aber mal. Belohnung annehmen. Zum Wachposten erobert. Ein wildes Pöhlzeber rausgeholt. So. Was können wir dann unterwegs auch noch machen? Plan ist wieder mal kurz in die Mother Base. Und von dort geht's dann direkt weiter zu einer der neuen Missionen. Da, oh mein Gott, da ist halt alles voll, das ist so nervig. Vielleicht sollte ich da echt einmal schauen, wie ich rauskicken kann. Falls Patrick das hier mal wieder sieht oder generell. Hallo? Irgendeiner von euch draußen, der vielleicht auch so weit gespielt hat, weitergespielt hat oder einfach mehr Erfahrung hat. Woran erkenne ich Unruhestifter in der Mother Base? Weil ich würde ganz gerne ein bisschen aussortieren. Ich weiß aber nicht, woran ich erkenne, wer ein Unruhestifter ist. Wurscht. Where is she? You've been quiet? In her cell, of course. Why did you send her out with the boss on that mission? She proved herself well enough, didn't she? Okay. The boss sure knows talent when he sees it. That woman will never be one of us. She's targeting him. Ach, das ist so blöd. Boss, I have the report on that cargo we stole from Cypher's truck. The PF was transporting two things. The analysis of that malachite has come back first. Naturally, the main compound is copper. There's also a small amount of cobalt. Nothing unusual so far. Southern Zaire is a well-known copper belt. However, in addition to these, we also detected a trace amount of uranium. The content percentage, though, is too low for nuclear development. It most likely came from Shinkalobwe mine. That's where the uranium in that area comes from. The mine's closed, as all the high-purity uranium ore dried up a long time ago. But you could probably still find it there in small quantities. That said, there are plenty of other uranium mines that are in operation, like in Niger, Namibia, South Africa. Why go to an abandoned mine to scrape up whatever's left and ship it out in mass quantities without refining it? They were transporting that yellow cake, too, which would suggest they have the technology to refine uranium. Anyway, that about sums it up. Unfortunately, the analysis of that yellow cake is taking a little longer. I'll let you know when it's done. Okay. Also eigentlich hätte ich ihm sagen können, dass er bald zum Mother Base fliegen soll. Gleich die nächste Hauptmission. Aber gerade so ein paar Nebenmissionen zwischendurch. Andererseits wollen wir auch in der Story weiterkommen. Fragen über Fragen, das ist nicht so leicht. Meine Base ist übrigens auch schon ziemlich gewachsen.
bin ich, der sich ziemlich schwer tut. Dazu recht zu finden, ist natürlich überhaupt super. Frisch geduld. Ziemlich neblig hier. Na, wir könnten mal diese Nebenmissionen hier probieren. Ich weiß noch, dass ich mich da einfach extrem schlecht und dumm anstelle. Naja, lass uns mal schauen. Den Elite-Soldaten rausholen. Die Malope-Soldaten. Weil den jetzt dann da rausholen, sollte auch nicht so die Kunst mehr sein. Panzereinheit eliminieren. Und das sind die ganzen Zielübungen. Gut. Fix es mal. Gut. So, was wir jetzt eben unterwegs auch machen können. Ist eigentlich, dass ich nochmal schaue, ob sie irgendwas Neues tut. Entwicklungstechnisch. Ob ich für Quiet schon was machen kann? Aber ich glaube, dass das nicht so ist. So, da Entwicklung Begleiter. Mir geht's hauptsächlich mal um sie. Ups, beziehen müssen wir aber. Gut. Den brauche ich. Für den Spezialisten. Na echt. Gut.
Bastelt kein Mensch. Braucht kein Mensch. Stimmt, mal zu beschränkte Missionsabschlussrang auf maximal. Okay. Okay. Das ist natürlich schon auch praktisch. Ich bin halt da. Sehr stark bei den Scharfschützengewehren. Die interessieren mich halt schon sehr. Ich mag halt nicht schaden, ich mag eigentlich eher dieses Betäuben. Meine, den Schaden brauche ich eh auch noch. Zu Genüge. Da ist halt das wieder interessanter. Gut, holen wir uns das jetzt mal. Habe ich hier schon wieder viel zu viel Zeit verkackt. Und machen. Ja, da machen wir eh gleich. Ich meine, ich will ganz gerne mal sowas machen, aber. Geht halt besser. So. Yep. So, und wir begeben uns auf die Hauptmission. Yep. So, wir nehmen wieder meine erste Ausrüstung. Und Begleiter. Wir nehmen nochmal Quiet mit. Warum denn eigentlich auch nicht? Jetzt hoffe ich doch mal nicht, dass da auf einmal wieder irgendwelche Skulls herumhüpfen. Two of our intel team members are being held captive by the PF in that area, the CFA. Your job is to rescue them. They don't have long to live. It appears that one of our two men has broken out of the encampment and is on the run. They contacted us to say he was surrounded. That's the last we heard from him. Your map is marked with a predicted field of movement based on where his transmissions cut off. The other man is still captive inside the encampment. Boss, rescue our men. Extract them both and get them back to Mother Base. Machen wir. Quiet.
gut. Staff member on the run last contacted us from that forest. The enemy PF already has troops spread out in a manhunt to find him. Keep your eyes open. Extract our man before their search team can find him. Check his location on your iDroid. Roger that. Leave the intel files till later. The enemy's on combat alert. Fire!
Haben wir eh schon lange nicht mehr so gemacht. Subject is in. Siemens Delta 4. We should hear a contact from Lure. Keer terug naar de laatste bekende positie. Over. Dat is hier, begrijp. Onderzoek die area. Maar blijf op je hoede. Uit. Zo. Wo denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht wo, aber gut. That.
subject on board. Leave the rest to us. We got some information out of that soldier you extracted. His squad was on their way to the encampment to execute our intel team member. We also now know exactly where they're keeping the target. I'm sending the location to your iDroid. That's the target. He's injured. Looks half-starved, too. There's no way he can stand the shock of a Fulton extraction. Get him out by chopper. Eigentlich ist eh schon wurscht. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Ganz genau. Ziel 1. Und dann auf zu da. Ja.
transmitter. He must have dropped it trying to contact us again. Judging from its data log, not much time has passed since the transmitter was dropped. He should be close by. I'm updating the target's predicted field of movement. Gut. Da. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Perfekt. Genau, das wollte ich nämlich wieder machen. Arg. Man war jetzt definitiv nicht so gemacht, wie es gemacht werden hätte sollen. Das war jetzt mal wieder eine. Ich baller mich durch, Lösung. Aber ja, dann schauen wir mal, was da jetzt noch passiert. Sehr gut. Gut, dann sage ich jetzt wieder. One of the job offers we received concerns me. There's a PF commander who's been talking big about getting into the nuclear arms trade. This could be connected to that yellow cake. And there's another contract I'd like you to handle. It's a wet job, but we need to divert Cypher's attention. Check the mission list for the details. Gut. Es geht jetzt wieder zurück zur Mother Base. Und ja, dann kümmere ich mich wieder um alles andere. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und Baba.